Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, wie baut man was? Und heute bauen wir ein Survival-Haus. Nicht so ein Mikrohaus wie das letzte Mal, sondern ein Survival-Haus, ist aber auch nicht viel größer. Ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. Ihr seht, die Tutorials sollen mit Facecam kommen. Wir sind hier in einer normalen Survival-Welt und haben hier so einen kleinen Absatz. Den brauchen wir später noch, dazu erkläre ich aber noch was. Wir fangen an mit Fichtenholz und zwar hier vorne links. Lassen drei nach hinten frei. Dann drei zur Seite frei und dann drei nach vorne frei und schon haben wir so vier Stück auf einer 5x5 Fläche. Dazwischen machen wir jetzt alles Bruchstein und dann machen wir die Säulen 6 Blöcke hoch. Wir brauchen diese Kante, denn ich möchte mehr mit Environment arbeiten, also mit der Umgebung. Ich finde nämlich, dass ein Haus noch viel, viel schöner aussieht, wenn man einfach die Umgebung mit einbezieht und das machen wir diesmal auch. So, jetzt haben wir den Bruchsteinboden drin und die Säulen hoch. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo die Tür hinkommt. Die Tür soll an diese Kante hier kommen, an diese Kante, deswegen hier vorne hin. Dann nehmen wir einfach entrinnetes Eichenholz und Eichenholzbretter und machen einfach mal so im Wechsel, vielleicht irgendwie mal so. Wir müssen hier natürlich ein 2 freilassen für die Tür. Und das Ganze geht dann 4 hoch, also vielleicht nochmal so. Die Eichenholzbretter einfach da rein, damit wir so ein bisschen Abwechslung in der Textur bekommen. Auf den anderen drei Seiten machen wir das auch 4 hoch, aber wir lassen halt auf der Zweierhöhe die Mitte frei für ein kleines Fenster. So, dann hier nochmal, also ich zeige das jetzt mal so vielleicht und so. So, und dann lassen wir da das Fenster frei. Dann haben wir hier jetzt so ein Fenster, dasselbe machen wir hier und da jetzt auch nochmal. Und wenn dir die Idee mit der Facecam in den Tutorials gefällt, dann kannst du das Video natürlich gerne liken, würde mich freuen. Wenn du es nicht likest, dann kommt die Facecam wieder weg, weil ich zu hässlich bin oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann sein. Oh, hier haben wir eine Reihe vergessen. Machen wir schnell nochmal drauf. So. Jetzt sieht das Ganze schon so aus. Es ist irgendwie sehr flach, ne? Quadratisch, kartonmäßig. Das ändern wir aber gleich noch. Hier oben drauf machen wir jetzt Gras. Und zwar so. Und schließen das Ganze auch. Aber wir haben ja einen 5x5 Block. Wir lassen die Mitte frei. Und dann einen davon in der Ecke entfernen. Da könnt ihr euch einen aussuchen. Ich nehme jetzt mal den hier. Weil hier kommt da die Leiter hin, dass wir raufkommen. Okay. Jetzt nehmen wir nochmal Fichtenholzstämme und wir machen auf den vierten 1, 2, 3, 4 machen wir so einen. Und oben machen wir 2 nach außen. Und schon haben wir diese Kartonform so ein bisschen auseinandergezwurbelt. So. Und hier auch nochmal. Und hier nochmal. Geht ja recht schnell. Aber später sieht das Haus relativ passend aus, finde ich. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Jetzt nehmen wir Fichtenholztreppen. Die machen wir immer so an die Innenseite der 2 Stämme und dazwischen eine Stufe. Und darüber machen wir das Ganze auch nochmal. Also so und so. Dann kann man nämlich erstens so ein bisschen die Tiefe wieder ein bisschen verändern und man kann natürlich nach oben auch auf die Farm gucken. Das heißt, man muss gar nicht hochklettern. Man kann von unten schon sehen, hey, mein Weizen ist fertig. Endlich kann ich mir wieder Brot machen oder so. Das hat einen ziemlich coolen Vorteil, wie ich finde. Und deswegen machen wir da so eine kleine optische Lücke rein, damit man da was sehen kann. So, hier, ihr Treppen, hört mal auf mit dem Käse. So. In letzter Zeit wurde ich auch öfter gefragt, ob ich wieder ein Let's Play machen kann, wie Minecraft Natur etc. pp. Nein, werde ich auf YouTube nicht mehr machen, nur so zur Info. Wir streamen das Ganze zweimal die Woche auf twitch.tv/LarsLetsPlay, aber der Link ist in der Videobeschreibung, wenn du Bock hast zu gucken. So, wir machen jetzt hier an jede Ecke so eine Stufe. Zack. Und zack. Ja. Dass die Ecke genau hier mit den Stämmen auch frei bleibt. Da machen wir nämlich später noch was rein, aber ihr seht schon, man kann von hier unten kann man wunderbar da so hochgucken und sieht das. Auch wenn die Sonne gerade ein bisschen blendet. Jetzt nehmen wir uns erstmal normale Eichenholzfalltüren und machen die hier so dran. Hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. So, geht ja recht fix. Dann brauchen wir Fichtenholzfalltüren. Wenn ihr natürlich jetzt irgendwie in einem Gebiet seid, wo ihr kein Fichtenholz habt oder wo ihr nur Eichenholz habt oder nur Fichtenholz habt oder so, könnt ihr das Ganze natürlich auch nur damit machen. Oder wenn ihr halt Birke-Eiche habt, dann nehmt als Wandmaterial Birke und für die Stämme Eichenholz und die Falltüren und so weiter. Ne? Also immer gucken, dass ihr so einen Kontrast hinbekommt. Aber jetzt haben wir hier die Fensterläden hingemacht. Die bringen uns natürlich auch schon ein bisschen Tiefe. Und hier vorne bei der Tür ziehen wir die einfach so durch, dass die Tür überdacht ist. Wunderbar. Die Tür können wir gerade mal reinmachen. Sucht euch eine Tür aus, welches Holz ihr auch habt. Ich nehme jetzt Fichtenholz, weil ich finde, das passt immer besser zu so einem
rustikalen Holzhaus. So. Wunderbar. Und ich baue die immer von innen, damit wir natürlich die Tiefe noch haben. Jetzt müssen wir hier oben erstmal hier drinnen oben, so, erstmal eine Decke reinmachen. So. Hier natürlich nicht. Wir wollen hier hochklettern. Sehr schlau. Und dann nehmen wir nochmal die Fichtenholzfalltüren und machen die hier unter die Decke. Dann tropft nämlich das Wasser nicht rein, weil Minecraft jetzt denkt, okay, das sind zwei Blöcke unter dem Wasser, da tropft es nicht mehr, auch wenn das eine Falltür ist, das ist egal. So, könnt ihr hier natürlich Wasser reinschütten und wenn ihr unbedingt wollt in der 1.13, könnt ihr auch noch Nemo reinschütten, dann habt ihr auch noch ein Haustier. Also, warum nicht? Dann machen wir einfach mal gerade die ganzen Felder schnell fertig. Das geht auch ganz, ganz schnell, weil die nicht allzu groß sind. Aber dann sehen wir den Unterschied. So, hier diese Säulenecken kann man, wenn man unbedingt noch ein bisschen mehr Effizienz will, auch ersetzen. Das sieht man von unten nicht, das ist ja eingebaut. So, einfach gerade mal schnell hier Felder drauf gemacht. Das geht ja schnell. Samen rein. Der kleine Nemo, der feiert da eine Party in seinem Pool. Aber egal sein. So, jetzt lassen wir das Ganze mal schnell wachsen, damit wir das auch sehen von unten. Wir müssen mehr als eine Reihe wachsen lassen. Weil den Unterschied erkennt man dann doch schon. So, da auch nochmal, hier nochmal. Oh, da ist noch klein. So, guck mal, schon fertig. Ging doch recht schnell, oder? Und jetzt können wir einmal von unten gucken. Und man sieht halt wirklich diese Farben darüber. Und das finde ich sehr schön, weil erstens diese grüne Farbe ins Spiel kommt, die dem Ganzen ein bisschen Abwechslung verleiht. Und man kann halt erkennen, ob das Weizen fertig ist. Jetzt nehmen wir uns Eichenholzzaun. Und wir nehmen uns noch die Fichtenholzfalltüren. Die haben wir noch. Das machen wir nämlich jetzt hier in die Ecke. So, genau von Stamm zu Stamm. Und machen da drauf und da drunter noch eine Eichenholzfalltür. Das gibt dem Ganzen noch irgendwie so ein bisschen, sieht so ein bisschen interessanter dann aus. Wenn man sich vielleicht die Frage stellt, was soll das? Ne? Das gibt so ein bisschen Form. Aber muss man natürlich nicht machen, ist Geschmackssache. Ich persönlich bin ja immer so jemand, der weniger mit Details arbeitet. Also mit So über Details. Es gibt ja so Leute, die machen überall eine Treppe dran, überall dies, jenes, bla. Und ich eher weniger. Habe ich in letzter Zeit mir aber so ein bisschen angeeignet, um so einen schönen Mittelweg zu finden. So, jetzt haben wir das Haus soweit eigentlich fertig. Sieht schon irgendwie cool aus, ne? Aber untenrum fehlt natürlich noch was. Jetzt machen wir das Ganze gerade einmal leer. Nehmen uns Bruchsteintreppen und Stufen. So. Nehmen uns aber auch noch, das ist sehr wichtig, Laub. Den Laub, den ihr habt, ich nehme jetzt, weil ich kreativ bin, natürlich Tropenbaumlaub, ne? Weil der einfach am dichtesten ist, ein bisschen am schönsten. Nehmen uns noch ein bisschen Fichtenholzzaun. Nehmen uns hohes Gras und noch ein paar Pfingstrosen. Dann nehmen wir uns nochmal Grasblöcke. Und wir nehmen uns nochmal grobe Erde. So, wir fangen jetzt an. Hier vorne machen wir erstmal eine Treppe hin. Man muss natürlich hochkommen. Hier machen wir auch nochmal eine Treppe hin. Klar, keine Frage. Hier neben machen wir Grasblöcke, so. Aber es ist so ein bisschen, ne, also der Weg nach oben ist so ein bisschen schmal. Ist nicht so schlimm, wir müssen das nur gleich beachten. Hier an der Seite würde ich gerne, dass das Fundament aussieht, als würde das hier so ein bisschen runterlaufen. Ne? Würde ich gerne irgendwie so machen. Dann hier noch einen Block hin. Und hier würde ich dann zum Beispiel Stufe, Stufe, Stufe machen. Und hier am Ende vielleicht noch irgendwie so eine Treppe. Das gibt dem ganzen Haus einfach so ein bisschen mehr, naja, wie soll ich sagen, hier machen wir einen Block hin, so ein bisschen mehr Lebhaftigkeit, finde ich, ne? Also wir können hier auch wieder so Stufe, 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 hier hinten so eine Treppe hin machen und hier vorne machen wir vielleicht noch eine Stufe hin. So, hier noch die Stufe drehen wir vielleicht mal so und da machen wir vielleicht noch eine Stufe. So, dann sieht das hier auch nochmal eine Stufe, dann sieht das Fundament so ein bisschen ausgelaufen aus. Ne? Und das ist halt sehr schön, wie ich finde. Macht das Ganze dynamischer. Jetzt nehmen wir uns erstmal die grobe Erde. Und da wir so einen schmalen Aufgang hier rein haben und es ein kleines Häuschen ist, werden da wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie riesen Durchgangsverkehr sein, machen wir hier auch einfach so einen schmalen kleinen Weg weg. So. Den füllen wir auf mit grober Erde. Da wirklich nicht drüber nachdenken, wie ihr den baut. Einfach so ein bisschen grobe Erde rein. Ein bisschen dicker darf er natürlich sein, sonst findest du deinen eigenen Weg nicht mehr wieder und die grobe Erde muss verbunden sein. So. Machen wir hier vielleicht noch einen rein und da vielleicht noch, da und da, dass wir wirklich zumindest immer so zicke-zacke laufen. Hier nochmal und hier nochmal. Und dann nehmen wir uns nochmal Fichtenholzbretter und machen so ein paar Fichtenholzbretter da rein, damit das so aussieht, als wäre der Weg
mal aus Holz gewesen und mittlerweile ist er so alt und vermodert, dass er schon zu geschubst ist, ja, also so zugelaufen, Dreck, Holzplanken kaputt und so weiter. Vielleicht auch mal Holz doppelt machen, damit das einfach so ein bisschen eindringlicher wird. Und dann nehmen wir den Fichtenholzzaun und machen den vielleicht einfach hier mal so ein Stückchen. Ich mag das nicht, wenn der Zaun so verbunden ist, das ist so ein bisschen hier, wo man so ein paar Eckchen hat, macht man dann so drei Stück nebeneinander und schon haben wir da so ein bisschen Zaun. Sieht auch sehr gut aus. Jetzt nehmen wir uns unsere Pfingstrosen. Die machen wir erstmal so ein bisschen neben das Haus, so, aber auch nicht zu viele. So, vielleicht drei Stück dahin. Dann hier noch eine und da noch eine. Und dann hier wieder eine Etage tiefer, vielleicht noch so zwei. Ne? Weil die sind ja zwei Blöcke hoch und wirken schon sehr groß. Gut, das Ganze machen wir natürlich auch noch ein bisschen mit hohem Gras. Ne? Vielleicht da und da, vielleicht noch da, da. Vielleicht hier, also ihr könnt euch wirklich dann an die Rosen halten, so. Ihr seht schon, das Ganze sieht aus wie gewollt, ne? Als hätte der Bewohner hier das so haben wollen. Ich nehme jetzt nochmal Laub, aber ich nehme jetzt mal Eichenlaub. Das passt einfach besser ins Setting, weil wir hier auch Eichenholz und alles haben. Und wir können hier natürlich auch noch so ein bisschen Laub rein verteilen. Das macht das Ganze auch noch so ein bisschen schöner. So vielleicht, ne? Sieht sehr, sehr gewollt aus und versuchen mit dem Laub vielleicht so einen kleinen Pfad zu verfolgen. Ja, also wir sehen hier so zack, 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 einen kleinen Pfad verfolgen, damit man auch sieht, dass da so ein bisschen der Garten lang gehen soll. Ne? Dasselbe machen wir jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. Also hier so da, 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 da. Immer gucken, dass ihr so nicht zu viel macht. Macht lieber zu wenig als zu viel, weil wir können immer noch mehr reinmachen. Da machen wir hier vielleicht nochmal ein hohes Gras. Da, da. Ja, und vielleicht da nochmal hoch, hier. Und vielleicht dann hier nochmal so, da Laub, Laub, Laub. Wie gesagt, orientiert euch einfach so ein bisschen an die Rosen, die ihr gemacht habt. Und schon sehen wir, das sieht wirklich aus wie so ein Garten, der da hin soll, ne? Und hier am Gehweg ist ja jetzt kein Gras oder so. Also zumindest nicht viel. Wir können so ein bisschen kleines Gras hier hin machen. Auch so, dass das nach innen so ein bisschen abfällt, ne? Außen haben wir so ein bisschen das Große, innen haben wir so ein bisschen das Kleine. Und dann nehmen wir einfach noch ein paar Blümchen, hier so ein paar Porzellandingerchen vielleicht und so ein paar Löwenzähne. Also wirklich dann ganz klein, setzen hier so ein paar hin. Hier vielleicht auch noch so. So. Ja, und dann hier noch. Und schon habt ihr wirklich, wenn ihr zu eurem Haus kommt, es sieht einfach schön aus. Gut, jetzt haben wir hier natürlich noch die Grasblöcke, die würde ich auch gerne benutzen. Da kann man dann wirklich sagen, okay, ich stelle da einen Blumentopf hin, dass man da wirklich so kontrolliert Blümchen hat, ne? Aber nur auf einer Seite. Macht es dann vielleicht hier noch hin. So. Und dann noch vielleicht hier so ein bisschen kleines Gras. Denn wir wollen noch ein bisschen dekorieren. Wir nehmen uns jetzt Schilder, oder ein Schild besser gesagt, und wir nehmen uns einen Steinknopf. Ne, mit das Schild, das könnt ihr einfach hier so neben die Tür machen. Und am besten macht ihr ein großes O oder eine 0, ne, wie ihr wollt. Geht ganz zurück, also mit der Leertaste, dann wieder 2 zurück und nochmal ein großes O. Dann könnt ihr hier zum Beispiel hinschreiben, Herr Lars. Und hier unten macht ihr das Ganze wieder. So, 2 zurück. Dann habt ihr nämlich hier so eine Art Türschild. Und hier neben habt ihr eine Klingel. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal reingehen und klingeln. Ist ganz schön. So, hier drinnen wird natürlich ganz easy eingerichtet. Wir haben aber einen Vorteil. Weil wir die Trapdoors für die Fenster nach außen gemacht haben, haben wir hier noch einen Block, wo wir ein bisschen was reintun können. Man kann da natürlich einen Topf reinstellen. Also auch wieder einen Blumentopf mit einem kleinen Blümchen. Das kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Und so zum Beispiel, ne? Ganz schick. Man kann aber auch, wenn man Platzmangel hat, einfach einen Brauchstand da reinstellen. Das ist vielleicht so ein bisschen ja, aber damit gleich der Qualm abzieht. Ne? Also da guckt man da nicht unbedingt raus, aber da kann wenigstens der Qualm ein bisschen abziehen. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Ofen. Den können wir vielleicht hier hinstellen. Und wir können den Ofen da... Nee, wir können den... Ich hätte jetzt gesagt, wir können vielleicht doppelt machen, aber dann wird es hier ein bisschen eng. Wir brauchen erstmal eine Leiter. So, die machen wir hier hoch. Chup, chup, chup. Ja, kann man einfach hier so komplett hoch. Na? Ja. Ach so, der will da gar keine Leiter mehr dran machen. Okay. Manchmal ist das merkwürdig mit den Blöcken. Kann mir auch nicht alles merken, ne? Das ist nicht normal. Man kann sich nicht alles merken.
machen hier neben vielleicht noch eine kleine Truhe. Und hier in die Ecke kann man ja jetzt einmal so wieder einen Werkbankteppich machen, wie ich das ja gerne mache. Ne? Ich finde, das ist immer ultra platzsparend. Und damit haben wir eigentlich so ziemlich das Notwendigste, was wir alles brauchen. In die Ecke kann man natürlich unbedingt, wenn man will und muss, noch einen Amboss stellen, aber da wird mir das Ganze zu voll. Ich würde da vielleicht eher gesagt noch, vielleicht ein Blümchen hinstellen, ne? Einfach weil ein Blümchen ist ein bisschen schöner. Oder wir nehmen natürlich den Rüstungsständer, das geht auch, wo wir dann unser Basic Equipment drauf haben. So. Zack. Fertig. Und schon haben wir wirklich ein Haus, was Deko hat, was Tiefe hat, was so ein bisschen environmentmäßig, so ein bisschen umgebungsmäßig in den Boden rein verläuft, mit so einem kleinen Weg, kleinen Garten. Und ich finde es sehr geil. Ich hoffe, dir hat dieses Survival-Haus gefallen. Wenn ja, kannst du das Video natürlich gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite also vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Dort noch was. Ciao! Mit